Willkommen zurück zu Let's Play Lookmelords irgendwas Dioromas. Delightful. Oh, Delightful oder so. Ist ja wurscht. Ja genau, wir gehen heute hier rein. Sind ja schon weit. 53 von 64, 74 Sternen. 74, weil 74 eine schöne Zahl ist. Genau. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir mal. Das ist hier das vorletzte normale Level. Soweit ich das weiß. Seltsam. Ist der Stern gerade explodiert? Ja, das wissen wir schon. Das kennen wir schon. Ja. Ja, Bowsers Schlund. Ein schwer zu schlucken. Eine schwer zu schluckende Pille. Schauen wir mal. Und weiter geht's, indem wir einfach mal das Level betreten. Schauen wir uns einmal um. Eine schwer zu schluckende Pille. In Bowsers Schlund. Na, der Rand hat ihm schon gedacht, das ist nicht gefährlich. Das sieht einfach nur, damit es halt schön ausschaut. Ui. Ui. Ich glaube, jetzt ist der Schwierigkeitsgrad schon deutlich angestiegen. Kann das sein? Ah, ich habe gerade was gesehen, das will ich. Nein, das war nicht ganz so gedacht. Versuchen wir es nochmal. Ey! Super, nur weil ich laufen will. Du Vorstellungen, mein Guter. So. Ja, das waren schon mal gar nicht mal so doll. Das ist auf jeden Fall ein Stern, den ich bekommen kann und den ich jetzt haben möchte. Nein, nicht schon wieder. Juhu. What the fuck? Ach, das war gar nicht so gedacht. Doch, natürlich. Naja, egal. Wir haben's. Wobei, ich glaube, das wird nicht so schwer. Das wird da ganz witzig. Stern 3 gewesen. 4. 4. Verrückte Sprungkisten. Das war Stern. Ich hasse es, wenn das passiert. Abracadabra und da bin ich wieder. Ja, es ist natürlich toll, wie es heute wieder losgeht. Aber naja, was soll's. So, was machen wir denn jetzt? Stern 1. Echt. Ey, was seid denn ihr für komischen... Also, das ist ja... Ah, eine schwer zu schluckende Pille. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Die Pille. Uppala. Naja, da müssen wir mal diese Riesenpille finden. Ey. Lass mich in Ruhe, du Mistviech. Schau mal, was hier oben ist. Das sieht da wenig so bossmäßig aus, aber da ist ein Schild. Wir warten alle sehnsüchtig auf den Beginn des Flügel- und Hörner-Festivals. Es sollte nicht mehr lange dauern, bis eine engelsgleiche Gestalt hier erscheint. Die Eleganz wird atemberaubend sein. Okay. Wenn du das sagst. Also, ich glaube, ich muss da oben rein die Röhre. Oder drunter. Weil eine schwer zu schluckende Pille. Oh, belastet ist das weh? Das ist jetzt. Doch, da muss ich runter. Ach, wenn das jetzt alles ist. Na komm. Au, das tut weh. So viel zum Thema, wenn das alles ist. Bin zu dumm zum Runterspringen. Nein, das war auch nicht gut.
Ah, das ist auch nichts. Also ich muss tatsächlich minimalinvasiv da rangehen. Ah, gut, dann machen wir es. Hallo. Ich, wenn jetzt volle Energie hätte, wäre es wahrscheinlich anders, aber. Der generell scheiße, ist ja wurscht. Okay. Iron frei. Ach, da ist ein Herz. Ich hätte mich umgucken können. Jetzt bin ich natürlich auch noch falsch ins Herz gesprungen, denn. Ja, man kann falsch in das scheiß Herz springen. Ich weiß nicht warum, aber das ist ein wenig unlogisch, dass wenn man schnell durchspringt, dass man ewig lang wundersame Wunderheilung kriegt, selbst wenn man noch Schaden nimmt. Und wenn man im Herz stehen bleibt, man eigentlich fast keinen, also ich meine Schaden, sondern fast kein Heilung kriegt. Über die sinkenden Trümmern. Über die sinkenden Trümmer. Ja, jetzt, wo sind sinkende Trümmer? Das wüsste ich gern. Also gut. Hinten wir die sinkenden Trümmer. Nicht so. Das war eine falsche Richtung. Das bin schon selber schuld. Okay. Aufstehen. Gut, passt. Aber wenn man hier tatsächlich, da kriegt man Probleme, wenn man versucht zu laufen, bevor man laufen kann. Und man kann dann endlich laufen, dann hat man die Probleme. So, später vielleicht rote Münzen. Ey, verdammte Mistviech da, verdammtes Mistviech. Ja, da. Wow, das hat es wieder vollgebracht. Also ich bin von Lava noch nie so sehr attackiert worden wie hier. Na, ist ja egal, den muss ich eh nicht auf. Ich hätte noch eine Idee. Also unter den sinkenden Trümmern, ja, vielleicht. What the fuck? Nee, sorry. Schau mal hier. Das sind sinkende Trümmer. Ob das jetzt... Das ist mit gemeint. Und da oben ist auch das Secret Level. Da ist die Röhre. Das muss jetzt mit über den sinkenden Trümmern. Na genau, nicht unter, über. Ich hätte gescheit lesen sollen. Die Klempnerfalle. Wüsste ich gern, was eine Klempnerfalle ist. Was ist denn da hier eigentlich? Ich meine, ist da unten noch irgendwas eigentlich? Oder war's das? Ah, das war's. Oh. Ey, ouch. Okay. Ich musste mir das jetzt mal anschauen. Von innen. Begriffen. Ich warte mal, bis da vielleicht irgendwann eine Metallkappe auftaucht, aber ich glaube, da taucht eh nichts auf. Da werde ich wahrscheinlich einfach so rein müssen. Es sei denn, ich sehe sie irgendwann mal irgendwie irgendwo. Andererseits gehen mir jetzt gerade die Ideen aus. Ich schau mal da hoch, ob das Festival bereits anfängt. Ah, da. Das brauche ich. Das ist, das hier ist... Ah, ne, noch nicht da. Aber im Endeffekt wird das hier fürs sein. Also, dass man da reinfliegt. Dann kann man auf dem kleinen Teil da unten dann stehen bleiben und bla und bla. Klempnerfalle. Okay, also das ist jetzt wirklich winzig hier. Ey.
Okay. Jetzt wüsste ich gerne, was das sein soll. Ich sehe ja sonst auch keinen Stern, sonst hätte ich gesagt, dann schauen wir mal zum anderen Stern, aber... Ich kann mir gerade nicht viel drunter vorstellen, das ist das Problem. Jo, nö. Halt, stopp. Ich habe irgendwie die Befürchtung, ich muss da nochmal runter. Hey! Ist der immer noch da? Hey, lass mich doch in Ruhe, du Mistvogel. Ich meine, du bist es ja eh nicht, aber... Na gut. Die Klempnerfalle. Ey. Okay, da kann man schon mal hin. Das ist ein Leben wert. Aber wenn es ein Leben ist, dann ist es anscheinend auch nicht viel mehr. Okay, das ist jetzt mysteriös. Ich hätte gesagt, was möglich wäre, ist das da drin, da hinten. Moment, ich gehe mal kurz hin. Das hier in diesem Ding, sie da, da drin. Da, also da, wo ich... Wie auch immer. Oh. Dass da was drin ist, das ist aber auch nicht der Fall. Und jetzt habe ich irgendwie die Befürchtung, ich sterbe gleich. Ah, ich könnte ja mal versuchen, stehen zu bleiben. Ja, nicht so. Okay, jetzt funktioniert schon mal nicht. Wir können ja draus lernen, ne? Dann machen wir es halt einfach mal. Na gut. Das ist kein Warp. Oder beziehungsweise da ist kein Warp. Naja, ich würde mal sagen, da ich hier nichts finde, schaue ich mal in die Röhre. Weil, bla, vielleicht geht's ja da weiter. Ah, zwei Kisten. Komme ich von hier eigentlich auch so ran, ne? Ne, ne, ne. Lass ich ja mal lieber gehen. Okay. Au. Das tat weh. Dann schlage ich vor. Nein, nein, nein. Schlage ich vor. Mach uns auf zu Röhre. Okay. Weil woanders wüsste ich jetzt nicht. Nee. Woanders wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht hinzugehen. Und ich meine, wenn da auch nichts ist, dann ist doof. Wobei, ich habe vorhin hier unten irgendwie was gesehen, aber das gehört auch dazu, ja genau. Na gut. Schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Irgendwie. Ja, man kommt hier hoch. Wenn man was... Wow. Okay, so einfach ist es dann doch nicht. Nee. Nein, upp, pfui, aus, Ende. Na, das ist pfui, aus, Ende. Pfui, pfui. Ah, pfui, aus, Ende. Na, pfui, aus, Ende. Na, pfui, aus, Ende. Na, pfui, aus, Ende.
Hä? Also ich meine, ja, schon, aber das ist jetzt schon krass. Es spricht alles viel mehr dafür, dass es ein Nebenlevel ist. Und jetzt habe ich Hunger. Ich denke jetzt ans Essen. Ist so nicht gedacht. Frage ich mich aber trotzdem, wie zum verdammten Teufel? Wow, so ist es meiner Meinung nach nicht gedacht. Aber wenn ich schon mal hier oben... Nein, fuck! Okay. Okay, fuck. 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 Das war im falschen Moment gesafe-stated. Und wenn jetzt sich jemand fragt, wie das passieren kann, das kann passieren, wenn man vom Safe-State-Knopf so wenig entfernt ist, dass... Weil ich habe meinen Safe-State-Knopf auf dem Controller und ich glaube, dann kann man verstehen, wenn... Also ich meine, dann geht es schon eher... Nein, das ist alles nicht so, wie man es wie sein sollte. Also, ich kann echt nichts erblicken. Rein gar nichts, darum gehe ich jetzt hier rein. Ja, das ist das falsche Level. Okay, wie schade. Ah, also im Endeffekt... Ich werde es jetzt einfach machen. Was soll ich sagen? Es zeigen doch eigentlich mache ich's. Ich mag's, ich mag's, ich mag's, ich mag's, ich mag's. Ich mag's, weil mir nichts anderes einfällt. Oh. Zurück zur Oberwelt. Ja, das haben wir schon geschnallt. Langsam. Okay, das ist schade. Genau, sterben wir mal. Dann können wir nämlich wenigstens wieder mit neuer Energie anfangen. Ich setze einen Safe State jetzt mal hier. Da, ja, ich fast tot bin. Also Game Over. Das funktioniert anscheinend trotz Safe States. Ey, ey. So. Ah, hier ist Platz, wo man hin kann. Nein. Das ist jetzt schon wieder ein Sternwert. Gut. Wäre es sonst fast ein bisschen einfach gewesen. Ja, Baller. Jetzt ist hier ein Stern. Ach ja, stimmt, es ist ja jetzt auf dem Kopf. Ah, ich schnall's. Ich schnall's. Macht ja schon Sinn. Ah. Macht alles Sinn. Macht alles Sinn. Das macht keinen Sinn. Das ist fies. Wenn man erst einmal die Kamera zurechtdrücken muss. Hey, ich will die Musik nicht noch weiter unterbrechen. Bitte mach mal. Also Respekt. Das sind mehr Löcher drin, als ich dachte. Verstehe ich auch, warum die in dem einen Nebenlevel ja oben waren. Probieren wir es halt so. Wow. Warum oben die Löcher waren? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum kann man da raus? Oder hier rein? Das macht doch keinen Sinn. Aber jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es voll und ganz Sinn. Und jetzt glaube ich, ist es auch angemessen, hier runter zu springen. Zu dem ganzen Schmarren. Weil ich jetzt erstmal überlegen muss, wie ich wohin komme. Okay, das war schon mal absoluter Mist.
Hast du Kallust? Na, dann halt nett. Dann halt nett. Jetzt hat er aber. Das ist jetzt aber ein wenig ein Also, man muss schon sagen, manchmal bin ich schon ein wenig bescheuert. Was, dass ich oft bescheuert bin, aber... So. Okay. Okay, das war jetzt wieder zu gut gemeint. Machen wir es halt so. Irgendwie schaffen wir es schon. Das war jetzt der absolute Mist. Das war noch purer Mist. Ich hätte es gern. So. Okay, dann eben nicht. Dann so. Weil wenn ich hier oben nicht viel an der Sharp, dann bleibt mir nicht viel übrig wie... Hey! Obela. Machen wir es doch so. Und dann glaube ich so. Da mal ein Stern. Der ist dort hinten. Da komme ich hin. Da komme ich auf alle Fälle hin. Oder auch nicht. Wenn ich mich doof anstelle, dann komme ich da nicht hin. Jetzt habe ich gesagt. Wir haben 8 rote Münzen, Stern 2 gesammelt und ich schlag vor. Wir brechen nun ab. Yippie. Nee. Machen wir nicht. Wir machen das Ganze noch fertig, ehe ich keine Ahnung mehr habe. Ey, lass mich doch in Ruhe, in Frieden. Jetzt. Oh Mann, okay, Safe State. Weil null Leben. Da unten kann doch nichts mehr sein. Frage ich mich, ob noch irgendwie irgendwo irgendwas ist. Da unten nicht. Da hinten ist aber ein Schild. Wollt ihr mich verarschen? 10 von 10 Flyguys sagen, du solltest nicht auf ihre Köpfe springen, um durch die Luft zu segeln. 10 von 10 Flyguys, Flyguy-Hassern widersprechen. Wem vertraust du mir? Entscheide jetzt. Oh. Ja. Aber doch eine tolle Idee, das mache ich jetzt. Ich springe auf so einen Flyguy drauf, und zwar da hinten. Was ist denn jetzt kaputt? Das ist zu viel verlangt. Da hinten rinnt er zu. Ja, ich habe irgendwie Angst. Okay, hier wird es wohl nichts werden. Oh, oh, wie putzig. Verdammt. Aber eine nette Idee, vor allem der Text, weil ich liebe natürlich wieder den Text. Ist ja von Lookmiller der Text. Ist dann Hammer. Hammer geschafft. Yippie. BIA. Juhu. Ah ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Das war jetzt eine blöde Idee. Ich hätte die Röhre nehmen können. Sehen wir uns auf jeden Fall wieder das nächste Mal bei Kurs 6, bei diesem Lava-Zeugsel. Und hoffentlich mit etwas mehr Ahnung. Ach, Scheißdreck.
Mit etwas mehr Ahnung, denn ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Plan, keinen blassen Schimmer. Wie, wo, was, weiß Obi. Das findet man raus und ich hoffe auch ziemlich bald. Gut. Dann katapultieren wir uns jetzt noch schnell zur Oberwelt hin. Oder sage ich dann wieder, wie beim letzten Mal, wunderbar vorm Level. Servus Leute, bis zum nächsten Mal, macht's gut und wenn der wisst, vielleicht du Lückenmüller, wenn du weißt, ich meine, du hast es ja gemacht. Ich werde jetzt erstmal nicht gleich das nächste Level aufnehmen, das nächste, nächsten Part aufnehmen. Gib mal einen Laut vielleicht, vielleicht erzählst du mir eine Kleinigkeit, die ich noch nicht weiß, die ich übersehen habe oder so. Vielen Dank, bis dahin, ciao, ciao.